Die Polizei Duisburg registrierte im Jahr 2016 rund 170 Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissar Michael Smolik werden zu einem ähnlichen Delikt gerufen. Die Unfallursache ist dramatischer als zunächst angenommen. Ganz ruhig, was ist passiert? Was ist passiert? Ich hab mir vorhin eine Eisschokolade gekauft und bin da mit dem Auto gefahren. Losgefahren und hab mich einfach über den Haufen gefahren. Die hat nicht mal geguckt. Okay, ganz ruhig. Ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind, aber es bringt uns jetzt nicht weiter. Behalten Sie sich ruhig, auch wegen Ihrer Verletzung. Der RTW kommt sofort. Der Radfahrer erklärt, dass die Frau geradewegs gegen die Litfaßsäule gefahren ist und er nur knapp ausweichen konnte. Die Polizisten vermuten Alkohol am Steuer. Der Unfallhergang, wie ist der passiert? Ich weiß auch nicht. Ich war gerade dort in einem Eiscafé. Ich habe eine Eisschokolade geholt. Das mache ich jeden Tag, bevor ich arbeite. Ich hoffe, Sie nehmen da eine Blutprobe bei der. Ja. Okay. Und ich habe dann irgendwie ein bisschen die Kontrolle verloren und bin dann hier vor die Säule gefahren. Also, aus was für einem Grund ist der Unfall denn entstanden? Weil Sie ausgerechnet sind im Fahrzeug. Weil Ihnen schwindelig geworden ist. Okay. Ich nehme leichten Alkoholgeruch wahr bei Ihnen. Auf gar keinen Fall. Ich habe auf gar keinen Fall Alkohol getrunken. Die Ermittler erfahren, dass die Frau Lehrerin ist und gerade zur Schule fahren wollte. Da sie über starke Übelkeit klagt, lassen die Streifenpolizisten sie zunächst medizinisch versorgen. Jedoch melden die Sanitäter plötzlich weitere Opfer aus der Eisdiele. Okay, ich finde es hier alles ein bisschen kurios, also gerade, dass allen irgendwie schlecht wird von der Eisdiele. Wir würden aber ganz gern erstmal einen Alkoholtest mit ihm machen. Die Lehrerin beteuert, nur eine Eisschokolade getrunken zu haben. Jedoch scheint der Atemalkoholtest sie zunächst als Lügnerin zu überführen. Also nach nichts sieht mir das jetzt hier nicht aus. 0,6 Promille? Das kann nicht sein, wirklich nicht. Unser Gerät ist geeicht. Ich denke mal nicht, dass unser Gerät uns hier... Und das Bild, was da rauskommt? Das habe ich in dem Eiskaffee hier drüben. Da riecht Sie mal selber oder können Sie nicht reden? Haben Sie irgendwie? In Deutschland darf man bis 0,5 Promille Auto fahren. Sie hatte 0,6, hat zusätzlich noch einen Unfall verursacht. Das ist eine Ausfallerscheinung. Da sind wir schon im Straftatsbereich Trunkenheit im Verkehr. Und da müssen wir natürlich dann auch das richtig ahnden. Das riecht mir ganz klar auch nach Alkohol ein bisschen. Könnte das sein, dass diesen Menschen durchaus schlecht geworden ist durch Alkohol oder sonstiges? Ja. Also ausschließen können wir das nicht. Ne? Okay. Wir klagen halt beide über Magenkrämpfe. Über Magenkrämpfe. Wir haben alle das gleiche Getränk gehabt. Ne? Paul, ich würde Sie ganz gerne hier behalten erstmal. Und Paul, lassen wir das auch mal. Sollen wir das mitnehmen? Ja, wir nehmen das mal mit. Wir gehen mal rein und schauen, was da überhaupt los ist. Die Beamten überlassen die weitere Unfallaufnahme der eingetroffenen Verstärkung. Sie wollen herausfinden, warum mehrere Gäste der Eisdiele über Übelkeit klagen. Jetzt ist gerade ein Unfall ereignet. Ja. Okay. Haben Sie erstmal damit nichts zu tun, aber die junge Dame, die da drin saß, hat eben dieses Behältnis hier gehabt, Eiskaffee oder was auch immer das ist, hat sie gemeint, dass sie das von hier hat. Das kann möglich sein. Okay. Das Ding ist, dieses, was auch immer, riechen Sie mal selber, riecht ein bisschen stark nach Alkohol. Oh. Ja, riechen Sie selber. Und diese Dame hat 0,6 Promille. Das heißt, 0,6 Promille kriegt man nicht von einem kleinen Schluck Alkohol, sondern muss man schon... Aber wir verwenden keinen Alkohol für diese Getränke. Okay. Trotzdem ist es komisch, dass in diesem Getränk Alkohol drin ist. Haben Sie da, kann sich an die junge Dame erinnern? Blaue Augen, schwarze Haare, die hier das gekauft hat, wissen Sie das? Ja, genau. Das kann sein, ja. Okay. Ich trinke jeden Morgen hier. Und haben Sie ihr das gegeben? Das habe ich. Also mein Chef und ich, wir sind für die Getränke zuständig. Ihr Chef und haben Sie ihr das gegeben oder Ihr Chef? Das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Okay. Um die Ermittlungen zu beschleunigen, prüft Michael Smolik die Zutaten hinter dem Tresen. Schließlich gilt es zu klären, wie der Alkohol in das Getränk der Unfallfahrerin kam. Für mich ist das alles... Okay, das riecht ein bisschen mehr nach Alkohol, nicht nach Milch. Nee, nicht nur nach Kuh. Ich finde das auch ein bisschen komisch. Also ich habe bisher keinen wirklichen Geruch wahrgenommen. Das hat natürlich jetzt sehr stark gerochen, aber ich bin noch ein bisschen verschnupft im Moment. Das ist nicht normal, dass hier ein Einstichloch ist, oder? Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Sie haben gerade irgendwas von Ihrem Chef erzählt, dass der auch irgendwie... Können Sie den mal bitte irgendwie kontaktieren? Ist der irgendwie hier? Ich werde ihn anrufen. Nein, der ist nicht da. Der ist gerade weg. Okay. Die Bedienung hinter dem Tresen war natürlich für uns erstmal auch mit tatverdächtig, weil sie die einzige war, die dort hinter dem Tresen Zugang zu den Getränken hatte. Aber sie hat sehr, sehr oft beteuert, dass sie es nicht gewesen ist.
Sie stellte sich auch sehr unwissend dar. Momentan ist sie noch mit im Kreis der Verdächtigen zu suchen. Du musst mal schnell herkommen, damit das hier alles aufgeklärt werden kann. Bitte, beeil dich. Ich weiß, wer es war. Mein Gott, der Hoffmann. Bitte beeil dich. Arschloch, ich komme. Ja, warte, ich komme jetzt. Warte. Der wäre der Hoffmann, hat er gesagt. Wer ist es? Das ist mein früherer Arbeitgeber und der steht in Konkurrenz halt mit ihm. Und also für mich ist das alles ein Verfolgungswahn. Er denkt, dass er ihm die Kunden wegnimmt. Die Angestellte spricht ein mögliches Motiv an. Ihr vorheriger Arbeitgeber betreibt ein benachbartes Eiscafé und hat viele Kunden an ihren neuen Chef verloren. Der zerrt draußen überraschend den Verdächtigen herbei. Hallo! 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 Auseinander! Was ist hier los? So, was ist hier los? Ja, wer sind Sie? Wer sind Sie? Ich bin René Hoffmann, ich leite Sie das Café. Mein Name ist Schumacher, Sven Schumacher. Sie sind Schumacher. Sie sind derjenige, der schon mal gefährt. Ich bin der Eigentümer dieses Ladens. Ja, und was machen Sie hier draußen für eine Rangelei? Ja, der Hoffmann, der kommt hier hin und sabotiert meinen Laden. Okay, er sabotiert. Lächerlich. Ich habe gerade da drüben einfach nur gearbeitet, ja, habe mich um meine Kunden gekümmert. Und er hat mich aus meinem Laden rausgezerrt und hier hinge... Haben Sie es gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Das war eine Schuldverletzung. Okay, mal Ruhe. Michael Smolik vernimmt die aufgebrachten Konkurrenten, während Polizeihauptkommissar Paul Schwarz plötzlich einem möglichen Hinweis auf den Täter nachgeht. Okay. Mein Geschäft läuft seit vielen Jahren da sehr, sehr gut. Ja. Herr Schumachers Geschäft ist vielleicht erst seit einem Jahr oder so hier. Okay. Ja, jeden Tag werde ich von Ihnen da drüben, keine Ahnung, malträtiert. Und er kommt vorbei und macht hier auf einmal Krawall und beschuldigt mich mit Dumpingpreisen. Irgendwas? Okay. Ja, also wenn, dann habe ich auf jeden Fall nichts mit sowas zu tun. Also lass dir das kannst du nicht erzählen. Nein, Hoffmann, du hast auf jeden Fall deine Finger mit dabei. Der betroffene Ladenbesitzer beschuldigt die Angestellte, mit seinem Konkurrenten gemeinsame Sache zu machen. Michael Smolik deeskaliert, als es plötzlich neue Hinweise auf den Täter gibt. Ich habe ein Selfie gemacht. Mhm. Ich zeige Ihnen das mal. Können Sie das sehen? Hilft Ihnen das vielleicht? Mhm. Ist ein Sie ein deutsches Name? Genau, wer ist das im Hintergrund? Ich weiß es nicht. Das ist ein Ring. Siehst du das, Paul? Ja. Ring? Armband? Lederarmband, ne? Das ist eine blaue Jeansjacke? Jeansjacke. Und eine grüne Hose, ne? Oder? Ja, gibst du mir kurz? Ja, natürlich. Guck mal drauf. Das Foto zeigt Details der Person, die das Getränk zubereitet hat und damit den potenziellen Täter. Es scheint der Ladeninhaber selbst zu sein. Doch der beteuert seine Unschuld und verlangt plötzlich ein Vier-Augen-Gespräch. Ich weiß auf keinen Fall. Was waren Sie nicht? Nein. Was? Hallo? War's nicht. Hey! Vorsicht. Ganz ruhig. Stehen Sie auf. Hast du? Ja, ich hab ihn. Ganz ruhig. Was ist denn los, Mann? Oder ich muss Ihnen wehtun. Ganz ruhig. Bleiben Sie ruhig, dann passiert nichts. Wo wollen Sie denn hin? Ja? So, und jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ist das Ihr Fahrzeug, Herr Schumacher? Ja, das ist mein Fahrzeug. So. Ich habe in dem vorliegenden Fall etwas hochgepokert und Gott sei Dank gewonnen. Ich habe ihm nämlich direkt vorgehalten, dass das weiße Fahrzeug im Hintergrund sein Lieferwagen wäre. Und er war so erstaunt, dass ich ihn direkt darauf angesprochen habe, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als zu bejahen. Das ist Ihr Fahrzeug? Das würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Machen Sie es mal bitte auf. Du hast ein Auge? Die Hose. Die ist eingesaut. Eine eingesaute Hose. Aha. Ist besser. Das riecht auch. Ja, das riecht an Milch, Kakao und. Aha. Noch was? Oh ja, Schnappes. Mal Handschuhe her. Die Durchsuchung von Gegenständen oder in diesem Fall Räumlichkeiten ist uns als Polizeibeamten erlaubt. Das dient uns zur Ermittlung des Tatverdächtigen, hat uns in diesem Fall auch weitergebracht. Was haben 3 Wodkaflaschen, eine Spritze und dieses schöne Öl hier zu suchen? Kann ich Ihnen erklären? Ja. Also die Flaschen, die kommen aus der letzten Fete, die ich gestern gemacht habe. Okay. Kommen Sie ein bisschen in den Stocken, ja? Wo die Spritze herkommt, wo das Öl herkommt? Die Spritze habe ich aus meinem Laden, die brauche ich fürs Eis. Die brauchen Sie fürs Eis? Richtig. Deswegen riecht die auch nach Alkohol. Und der Schlauch? Auch. Ebenfalls. Und das Öl, tun Sie auch einfach mal so in die Eissorten rein. Das Öl, das brauche ich eben. Okay, für mich sind die Anhaltspunkte so, und für den Kollegen auch, nehme ich mal an, so eindeutig, dass wir sagen können, Sie haben auf jeden Fall was damit zu tun, dass Sie in diesen Milchshake oder was auch immer das war. Lass mich holen.
Tja. Trotz des noch unklaren Motivs spricht alles für den Ladenbesitzer als Täter. Da die Gäste aber auch von der Angestellten bedient wurden, ist diese ebenfalls verdächtig. Folgendes. Wir haben jetzt die Gruppierung draußen gefragt, ob die, also gerade der kleine Mann, die junge Dame und so weiter, die den Herrn, den wir kennen, Herr Schumacher, alle haben es verneint. Alle Schumacher? Haben gesagt, ja? Schumacher, der Name sagt mir was. Ich habe einen Schüler, ja. Sebastian Schumacher. Aha. Dem habe ich eine 6 in Sport gegeben. Daraufhin wurde er nicht versetzt. Ja. Ja. Und ich habe seit dem Zeitpunkt auch viele E-Mails bekommen, Droh-E-Mails. Darf ich mal? Ja, ich zeige Ihnen das hier einmal. Und ich kann Ihnen die einmal öffnen. Ja, öffnen Sie mal bitte. Ja. Wie kriegt man dann den Sport? Du bist die dreckigste Lehrerin überhaupt. Der Schüler sowas... Haben Gott, Sie den Herr Schumacher schon mal gesehen? Nein, ich kenne ihn überhaupt nicht. Ich hatte gar also jetzt nur von der E-Mail oder genau, nicht irgendwie vom Elternabend oder nein, sonst was? Nein, der ist nie erschienen. Da kannst du ja eins und eins zusammenstellen. Ne? Ja, ganz klar. Die Beamten gehen der Vermutung nach, dass der Geschäftsinhaber die ungenügende Note seines Sohnes rächen wollte. Tatsächlich gesteht der Vater. Er hatte der Lehrerin bewusst Alkohol ins Getränk gemischt, um ihr die Vergabe der schlechten Note heimzuzahlen. Die anderen Kunden wurden ungewollt durch die unwissende Angestellte geschädigt. Schaut bitte noch mal beim Arzt vorbei, das wäre mir wichtig. Und wie gesagt, wir haben jetzt ziemlich sicher den Täter. Ja. Und wenn Sie da irgendwie Schmerzensgeld oder sonstiges einklagen wollen, das machen Sie dann bitte zivilrechtlich, okay? Der Geschäftsinhaber muss sich wegen Körperverletzung und falscher Verdächtigung verantworten. Die Opfer erholen sich schnell, werden aber zivilrechtliche Ansprüche geltend machen.